herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hadi, Chrissy sind heute in der Cha-Cha, Rumba, Salsa. Cha-Cha-Cha! Das lassen wir drin, das ist okay. Wir sind im Cha-Cha-Cha. Warum stockig? Weil wir die Bewegung auch schon in der Rumba hatten. Und ihr könnt sie auch in Salsa tanzen. Eine Universalbewegung, wer hätte es gedacht, nennt sich Sombrero. Allerdings, Sombrero mit einfachem Ausstieg hatten wir schon in Rumba. Heute wollen wir ihn doppelt drehen, das heißt voll durchdrehen. Wir zeigen euch mal kurz im Cha-Cha-Cha, nachdem ich jetzt auch wieder weiß, wo wir sind, den Sombrero in seiner Basisvariante. Wir haben einen Grundschritt, dann ein Damensolo, um die zweite Hand zu bekommen. Erstmal ein Handwechsel, rechte in rechte Hand. Beim Liegen zugreifen, eins, zwei, Cha-Cha-Cha. Und jetzt ein zweites Damensolo unter beiden Händen. Eins, zwei, Cha-Cha-Cha. Im Cha-Cha ist es super bequem, da haben wir ganz viel Zeit aufzuklappen. Die Arme ablegen und in den Fächer, wichtig lösen. Rückwärts wiegen, Cha-Cha-Cha. Ausgang zuerst war über Damensolo. Cha-Cha-Cha, abstoppen und hinaus. Wir zeigen es nochmal im Schnelldurchlauf. Das heißt, wir brauchen zwei Damensolo. Das erste für den Handwechsel rechts auf rechts. Den zweiten, um die linken Hände unten dazu zu greifen, dann einmal zu öffnen. Cha-Cha auf die andere Seite und Abschluss, wenn ihr die Dame rechts im Arm habt, mit links antäuschen und sagen hier Stopp, fertig. Das war der Sombrero Basisvariante. Und nun haben wir gesagt, naja, was wir auf der einen Seite können, können wir ja vielleicht auch auf der anderen Seite. Sieht folgendermaßen aus, warte, wir sparen uns rechts und links. Wir haben schon mal beide Hände. Tanzen einen halben Grundschritt und das zweite Damensolo mit beiden Händen. Wichtig, rechts, rechts ist oben, links, links ist unten. Start, wiegen, Cha-Cha-Cha. Jetzt einmal rumdrehen, Cha-Cha-Cha. Der erste Sombrero ist die Dame auf der rechten Seite und wir nehmen sie mit dem rechten Arm als Herr in den Arm. Der linke ruht auf der Schulter. Übrigens auch ihre, also rechts ist bei ihr, egal. Jetzt tanzen wir einen Wiegeschritt und Cha-Cha-Cha auf die andere Seite. Sieht folgendermaßen aus. Wiege, Cha-Cha-Cha. Da muss ich die Arme schon ein bisschen hochnehmen und meine Dame andrehen, damit wir jetzt tanzen können. Lauf, Lauf, Cha-Cha-Cha. Und jetzt, glaube ich, sind wir echt nicht mehr drauf. Gerade noch so, ein bisschen nach hinten rum. Wir haben immer einen kompletten Grundschritt zum Wechsel. Jetzt haben wir ganz untypisch das innere Bein frei und tanzen wieder auf die andere Seite. Auch hier mit wiegen, cha, cha, cha und drehen über die zwei Schritte. Lauf, lauf, cha, cha, cha. Für den Herrn ist es wichtig, dass er so lange wie möglich gerade ausläuft. Wir zeigen es nochmal. Wiegen, cha, 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 lauf. Lauf. Beim zweiten Laufen drehen wir um und jetzt kommt noch ein Cha-Cha rückwärts. Cha-Cha-Cha. Auch auf die andere Seite wieder wiegen, Cha-Cha-Cha, laufen und Cha-Cha-Cha. Mit wiegen, Cha-Cha-Cha, lauf, lauf, Cha-Cha-Cha. Wenn wir dann genügend durchgedreht haben, können wir an der Stelle einfach entscheiden, okay, wir gehen jetzt in den Fächer. Das heißt, wir lösen die Hände und tanzen rückwärts wiegen, Cha-Cha-Cha, rückwärts wiegen, Cha-Cha-Cha. Ausgang, ganz wie wir am Anfang, ein Damensolo und wieder auffangen. Das war's auch schon. Wir zeigen das nochmal in dieser Richtung getanzt, damit die Damen nochmal spiegeln können, wann sie genau drehen. Warte, wir steigen wieder mit rechts oben, links, unten ein. Und start, wiegen, Cha-Cha-Cha. Einmal rum, erster Sombrero, wiegen, Cha-Cha mit andrehen, lauf, lauf, Cha-Cha-Cha, wiegen, Cha-Cha-Cha, drehen, drehen, Cha-Cha-Cha. Und dann wieder in den Ausgang, wir kürzen ab, direktes Damensolo und fertig. Sehr schön. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Durchdrehen, Wuscheln und ganz wichtig bei Sombreros, wenn es hakt, loslassen. Sofort loslassen. Ist nicht so einfach mit den Schultern. Deswegen viel Spaß beim Üben. Ich hoffe, ihr schafft es, die Knoten zu entwirren und
Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.